Ich rufe auf Top 14 unserer Tagesordnung die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD, Gesetz zur Erleichterung der Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen, Drucksache 20-7692 zu Drucksache 20-6031. Die Berichterstattung hat Frau Karin Hartmann von der SPD und ich erteile Ihnen auch als Erste das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Der Innenausschuss hat entschieden, dem Plenum den Gesetzentwurf in zweiter Er hat beschlossen, dem Plenum den Gesetzentwurf in zweiter Lesung ablehnen zu lassen. CDU, Bündnis 90 Die Grünen haben dies entschieden gegen SPD, Die Linke bei Enthaltung der AfD und der Freien Demokraten. Das war die Berichterstattung. Jetzt darf ich gleich im Anschluss die Stellungnahme der SPD-Fraktion zur Verkürzung der Mindestarbeitszeit für Beamtinnen und Beamte abgeben. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, im Leben vieler Menschen, insbesondere von Frauen, ergeben sich immer wieder Situationen, in denen aus familiären, zum Teil auch aus gesundheitlichen Gründen, nur mit einer geringeren oder mit einer geringen Stundenzahl gearbeitet werden kann. Tarifbeschäftigte in Hessen haben die Möglichkeit, ihre Arbeitszeit erheblich zu reduzieren. Beamtinnen und Beamte in Hessen sind leider mit einer Mindeststundenzeit von 15 Wochenstunden, das heißt in der Regel 2 volle Arbeitstage oder 3 bis 4 halbe Arbeitstage, konfrontiert. Mit unserem vorliegenden Gesetzentwurf wollten wir eine Diskussion anstoßen, damit im Hessischen Beamtengesetz die notwendigen Änderungen vorgenommen werden können, um auch Beamtinnen und Beamten in Hessen einen temporär schwierigen familiären Situationen einen Verbleib im Job zu ermöglichen. Wir schlagen deshalb vor, die Mindestwochenstundenzahl, sofern das die jeweilige Tätigkeit zulässt, für einen überschaubaren Zeitraum von derzeit 15 Stunden zu reduzieren oder wie in anderen Bundesländern auch ganz zu streichen. Dies ist aus Sicht der SPD kein unmoralisches Ansinnen, sondern die logische Konsequenz aus veränderten Anforderungen einer Arbeitszeitflexibilisierung. Zum einen haben hessische Tarifbeschäftigte, wie schon genannt, die Möglichkeit, ihre Arbeitszeit unter diese 15 Mindeststunden zu reduzieren. Es gibt aber auch etliche andere Bundesländer. Ich hatte es bei der Einbringung des Gesetzentwurfs schon erklärt. Es sind auch eher konservative Bundesländer wie Bayern und Baden-Württemberg, aber auch Rheinland-Pfalz, die seither schon ihren Beamtinnen und Beamten die Möglichkeit eröffnen, ihre Arbeitszeit für einen begrenzten Zeitraum auf deutlich weniger als 15 Stunden zu kürzen. Im Gegensatz dazu verwehrt die Hessische Landesregierung ihren Beamtinnen und Beamten aber leider bis heute die Möglichkeit und hält mit dem Beharren auf einer Mindeststundenzahl von 15 Wochenstunden an einem aus meiner Sicht antiquierten Beamtengesetz fest. Im Koalitionsvertrag von CDU und Grünen ist unter anderem zu lesen, wir wollen, dass Hessinnen und Hessen Familie und Beruf miteinander verbinden können. Wir wollen Familien deshalb mehr Zeitsouveränität ermöglichen. Wir fördern die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Pflege bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, in der wir flexible Arbeitszeitgestaltung ermöglichen, sowie Teilzeit- und Telearbeitszeitangebote zur Verfügung stellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit der Verweigerung Ihrer Zustimmung zu unserem Gesetzentwurf tun Sie das eben nicht. Und ich finde es auch sehr bedauerlich, dass Sie im Innenausschuss nicht bereit waren, in einen konstruktiven Dialog einzutreten. Ich hatte Ihnen das ausdrücklich angeboten, dass wir auch über Änderungsanträge reden können, wie den unserem Ansinnen vielleicht in einer etwas eingeschränkteren Form
dadurch Rechnung getragen werden kann, indem Sie einen Änderungsantrag einbringen und wir dem dann auch zustimmen. Sie haben das leider abgelehnt. Ich respektiere, dass von einigen Anzuhörenden Bedenken vorgebracht wurden, dass es Tätigkeiten und Bereiche gibt, in denen eine zu geringe Arbeitszeit nur schwierig umzusetzen ist. Aber in nahezu allen Stellungnahmen wird darauf verwiesen, dass es im Beamtengesetz mindestens einer Formulierung bedürfe, um in besonders gelagerten Einzelfällen und unter Berücksichtigung der dienstlichen Belange eine Unterschreitung der Mindeststundenzeit von 15 Wochen Arbeitsstunden zu ermöglichen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von Seiten von Bündnis 90 Die Grünen und der CDU, ersparen Sie sich doch bitte bei den nachfolgenden Reden eine Aufzählung der Maßnahmen, die die Familienfreundlichkeit dieser Landesregierung gegenüber ihren Beschäftigten belegen sollen. Lehnen Sie den Antrag doch einfach ab. Ich weiß auch nicht, weshalb wir dazu 10 Minuten reden müssen. Ich glaube, im Ausschuss ist dazu das Wichtigste gesagt worden. Und all diejenigen von uns, die selbst Kinder haben, die zu pflegende Angehörige haben, wissen, dass es durchaus Situationen gibt, in denen auch 15 Wochen Arbeitsstunden zu viel sind. Und ich könnte Ihnen auch konkrete Fälle nennen, zum Beispiel, wo eine Alleinerziehende mit 2 Kleinkindern, die als Beamtin gearbeitet hat, deren Mutter dann schwer erkrankt ist und dies halt nicht mehr geschafft hat, dann Familie und Beruf zu vereinbaren, die dann komplett aufhören musste. Also ich könnte Ihnen einige solcher Fälle nennen. Und es wird nicht das Gros der Beamten sein und Beamtinnen, die diese Regelung in Anspruch nimmt, sondern das ist tatsächlich eine Regelung für Ausnahmesituationen. Und da familiäre Aufgaben wie Erziehung und Pflege nach wie vor überwiegend von Frauen wahrgenommen wird, halte ich die Weigerung, temporär eine geringere Arbeitszeit als 15 Stunden zu ermöglichen, halte ich diese Weigerung auch für eine geschlechtsspezifische Diskriminierung für hessische Beamtinnen. Gerade wenn ich mir die frauenpolitischen Forderungen auf allen politischen Ebenen anschaue, dann ist die Verweigerung der Reduzierung auf unter 15 Stunden, wie auch die Verweigerung, dass Homeoffice auch nach Corona-Zeiten verstärkt ermöglicht werden soll, ist das einer familiengerechten Politik und nicht mehr zuträglich. Und auch unter dem Gesichtspunkt eines frühestmöglichen Wiedereinstiegs ins Berufsleben und einer Verkürzung der Zeit, in der insbesondere Beamtinnen familienbedingt nicht arbeiten können, halten wir es für notwendig, dass Frauen so schnell wie möglich nach einer Familienzeit an den Beruf angebunden sind und auch wieder ins Berufsleben einsteigen. Wenn es Ihnen tatsächlich um eine Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht und Sie nicht nur schöne Willensbekundungen formulieren, dann überlegen Sie sich noch mal, ob wir nicht eine Möglichkeit finden, hier zu einer Reduzierung zu kommen. Wir können die gerne so formulieren, dass es auf Ausnahmesituationen begrenzt wird. Und es kamen ja einige Anzuhörende, auch der Beamtenbund, diesbezüglich konstruktive Vorschläge gemacht. Wir sind uns auch darüber bewusst, dass dieser Gesetzentwurf kein großes politisches Thema ist. Aber für betroffene Beamtinnen und Beamte, insbesondere für Alleinerziehende, denen zeitweise die Betreuungsmöglichkeiten wegbrechen, wäre es eine erhebliche Erleichterung. Und ich bin, wie gesagt, mir auch sicher, dass es jetzt nicht den großen Run auf diese Möglichkeit dieser Reduzierung geben würde. Und Frau Kollegin Goldbach, Sie hatten im Innenausschuss gesagt, es könne doch nicht sein, dass jetzt eine Vollzeit-Arbeitsäquivalenzstelle in 10 Teilzeitstellen aufgesplittet würde. Nee, darum geht es nicht. Es geht darum, dass zum Beispiel eine Vollzeitstelle in eine Dreiviertelstelle und in eine 10-Stunden-Stelle umgeswitcht würde.
Mir ist auch klar, dass Sie unseren Gesetzentwurf ablehnen, weil wir als Oppositionsfraktion den eingebracht haben. Aber auch damit kann ich leben. Lehnen Sie den Gesetzentwurf ab. Halten Sie sich aber zurück, die Familienfreundlichkeit dieser Landesregierung zu loben. Ich verspreche Ihnen, wir werden an dem Thema dranbleiben. Und ich bin mir sicher, dass wir auch den gesellschaftspolitischen Dialog über notwendige Veränderungen im hessischen Beamtengesetz angestoßen haben und dass Sie sich dem langfristig nicht verweigern können. Vielen Dank. War fast eine zeitliche Punktlandung. Und nun bitte ich Herrn Bauer von der CDU nach vorne. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! In Anbetracht des verbreiteten Problems der Gewinnung und Bindung von Fachkräften, das auch vor der öffentlichen Verwaltung nicht Halt macht, ist die Flexibilisierung von Wochenarbeitszeit ein mögliches Instrument. Das Land Hessen ist auch bestrebt, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein guter und familienfreundlicher Arbeitgeber zu sein. Teilzeit- und Beurlaubungsmöglichkeiten wurden unter CDU-geführten Regierungen kontinuierlich ausgebaut. Hessische Beamtinnen und Beamten können bis zu 28 Tage im Jahr freigestellt werden, etwa wenn ein Kind krank wird. Mit verschiedenen Möglichkeiten der Flexibilisierung wird bereits auf besondere Bedürfnisse der Beschäftigten eingegangen. Dazu zählt auch die bestehende Möglichkeit, die wöchentliche Mindestarbeitszeit auf 15 Stunden zu reduzieren. Diesen Rechtsanspruch – in anderen Ländern existiert hier oft nur eine Kann-Lösung – unter gegebenen Voraussetzungen bis zu 17 Jahre lang geltend zu machen, ist bundesweit einmalig. Das gibt es nur in Hessen. Und damit bestätigt sich einmal mehr, das Land Hessen ist bereits jetzt schon ein familienfreundlicher Arbeitgeber für seine Beamtinnen und Beamten. Aber, meine Damen und Herren, ein Arbeitsverhältnis kann nicht nur auf die Bedürfnisse des Arbeitnehmers eingehen. Es bestehen auch berechtigte Interessen des Arbeitgebers an einem geregelten Dienstablauf und berechtigte Interessen der Allgemeinheit an einer funktionierenden Verwaltung. Dem trägt der Gesetzentwurf der SPD nicht Rechnung. In der schriftlichen Anhörung wurden die entsprechenden Kritikpunkte auch deutlich vorgebracht. Der Hessische Städte- und Gemeindebund hat vor dem Hintergrund des besonderen Dienstverhältnisses, des Beamtenverhältnisses, diesen Gesetzentwurf abgelehnt, da ein sinnvolles Mindestmaß an beruflichem Einsatz, § 34 Beamtenstatusgesetz, nicht mehr gegeben ist. Auch der Hessische Landkreistag macht darüber hinaus Praktikabilitätsgründe geltend. Ich darf zitieren: Eine geringere Wochenstundenzahl als die aktuell vorgesehenen 15 Stunden können von der Personalplanung deutlich schlechter bis gar nicht mehr gehandhabt werden. Zitat Ende. Auch der Beamtenbund selbst, dieser Beamtenbund in Hessen, dessen Mitglieder ja nach Ansicht der SPD von ihrem Gesetzentwurf profitieren sollen, lehnt ihren Gesetzentwurf ab, meine Damen und Herren. Er schlägt vor, an der bisherigen 15-Stunden-Grenze festzuhalten. Und der DBB ist deshalb der Realität der Arbeitswelt meines Erachtens viel näher als die SPD-Fraktion, denn er nennt auch konkrete gravierende Folgen, meine Damen und Herren. In der Stellungnahme wird deutlich, dass man befürchtet von Seiten des Deutschen Beamtenbundes, Zitat, ein erheblicher zusätzlicher Aufwand der Stellenbewirtschaftung. Zweitens, eine Erschwernis der begünstigten teilzeitarbeitenden Beamten bei der dienstlichen Aufgabenerledigung überhaupt am Ball zu bleiben. Drittens, da erwartungsgemäß Frauen aus familiären Gründen eher diese Regelung in Anspruch nehmen würden, würde man diese als noch weniger präsent wahrnehmen, was den Karrierechancen abträglich wäre. Und viertens, dem beamtenrechtlichen Grundsatz der vollen Hingabe an den Beruf wird mit Ihrem Gesetzentwurf widersprochen. Auch der Richterbund in Hessen macht seine Ablehnung an Ihrem Gesetzentwurf deutlich. Und da braucht man auch keinen Änderungsantrag zu formulieren, denn der macht das Ganze nicht besser. Und er sollte eigentlich auch von Ihren Reihen kommen und nicht von der Opposition hier ein Stück erbettelt werden. Der Richterbund Hessen macht seine ablehnende Haltung deutlich, ebenso an praktikablen Gründen. Er sagt in seiner Stellungnahme mit Blick auf die Staatsanwaltschaften, ich darf auch hier zitieren,
Für die Strafrechtspflege im Sinne einer effektiven und grundsichtsensibleren Strafverfolgung ist das staatsanwaltschaftliche Amt von zentraler Bedeutung. Die komplexen Anforderungen lassen sich nach unserer Einschätzung mit einer Beschäftigung im Umfang von wesentlich weniger als der Hälfte der regulären Dienstzeit kaum vereinbaren. Schon der bisherige Mindestumfang von 15 Stunden wurde laut Richterbund von keiner Staatsanwältin bisher und keinem Staatsanwalt in Hessen bisher beantragt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine familienbedingte Teilzeit für Beamtinnen und Beamten ist in Hessen bereits jetzt schon möglich. Sie ist im bundesweiten Vergleich sogar in einem sehr großen Umfang jetzt schon möglich. Und würde der Gesetzentwurf der SPD Realität, wäre ein geregelter Dienstablauf in der Verwaltung in vielen Bereichen kaum mehr möglich. Darunter würden nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, sondern gerade auch die Landesbeamten selbst leiden. Denn bei 10 oder weniger Arbeitsstunden in der Woche kann von dem, Zitat, vollen persönlichen Einsatz, den das Beamtenstatusgesetz fordert, doch wahrlich keine Rede mehr sein. Wir lehnen deshalb diesen Gesetzentwurf mit guten Gründen ab. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Für die AfD-Fraktion bitte ich nun Herrn Graf ans Rednerpult. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir befinden uns in der zweiten Lesung zum Gesetzentwurf Erleichterung der Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen. Liebe Frau Hartmann, Ihnen persönlich nehme ich es ab, dass es Ihnen ein wichtiges Anliegen ist. Allerdings versucht Ihre Partei, sich mit diesem Entwurf als familienfreundliche Volkspartei zu verkaufen. Das Gesetz ist ja auch zunächst nicht mit intensiven Investitionen verbunden. Und es mag ein Brotkrumm sein, den die SPD spendiert, mehr jedoch nicht. Ähnliche Diskussionen hatten wir bereits in der ersten Runde und im Innenausschuss. Deshalb will ich versuchen, mich kurz zu fassen. Sicher sollte Beamten in besonderen Lebenssituationen ermöglicht werden, flexibel zu arbeiten. Eine starre Orientierung einer Mindestzahl von 15 Wochenstunden wird vielen Lebensrealitäten nicht mehr gerecht. Besonders Corona und die Corona-Politik hat diesen Effekt geradezu potenziert. Etliche Eltern sind beispielsweise mit ständigen Kindergartenschließungen konfrontiert oder erleben wegen der schweren Situation, dass ihre Kinder mehr Obhut und Zuwendung benötigen. Selbiges gilt beispielsweise auch für die Betreuung von kranken und pflegebedürftigen Angehörigen. Mithin macht es durchaus Sinn, in besonderen, womöglich schwierigen Situationen auf die Bedürfnisse der Beamten einzugehen. Wenn also eine temporäre Verkürzung der 15 Wochenstunden geboten erscheint, sollte dies nicht an einem gegenteiligen Gesetz scheitern. Niemand Geringeres als der Innenminister kann innerhalb des rechtlichen Rahmens gestalten und Regelungen treffen, um den Beamten zu helfen und die Dienstgestaltung beispielsweise durch eine Verordnung flexibler machen. Es ist durchaus wünschenswert, eine angemessene Regelung zu finden, die in besagten Ausnahmesituationen mehr Flexibilität schenkt. Aber, und jetzt kommt der Punkt, den die SPD auslässt, der Dienstherr bzw. die Dienststellenleiter sollten natürlich menschliche Entscheidungen treffen können zum Wohle der Beamten. Aber die faktische Möglichkeit dazu muss auch gegeben sein. Betrifft diesen Ausnahmezustand zum Beispiel zum gleichen Zeitpunkt mehrere Beamte an einer Dienststelle, und das ist während Corona nicht abwegig, müssen die Rahmenbedingungen zunächst erstmal passen, und da hilft auch kein Gesetz. Hier unreflektiert davon zu sprechen, dass die bisherigen Regelungen
antiquiert, die bisherige Regelung antiquiert ist, reicht nun mal nicht aus. In der Schlussfolgerung stehen die Behörden bzw. Dienststellen vor zusätzlichen Herausforderungen und die Neuregelung fördert am Ende nur zusätzliche Probleme. Man muss bedenken, dass auch im öffentlichen Dienst an allen Ecken und Enden Personalmangel herrscht. Seien es die Ordnungsämter, Gesundheitsbehörden oder Polizeidienststellen, eine enorme Arbeitslast ist da, weil unter anderem die Nachwuchskräfte fehlen. Flexibilisierung für Mitarbeiter verlangen daher auch eine vernünftige Personaldecke, die das stemmen kann. In vielen Bereichen bzw. zahlreichen Dienststellen ist das per se nicht der Fall. Zudem sollte bedacht werden, dass diese Regelungen, welche ein Entgegenkommen für Beamten bedeuten sollen, auch zum Nachteil werden können. Das ist nämlich dann der Fall, wenn Dienstherren im Hinblick auf eine Bewerbung, also eine interne Ausschreibung, zwischen verschiedenen Kandidaten wählen können. Hier könnte zukünftig die Wahl auf denjenigen fallen, von dem auszugehen ist, dass er oder sie eine kontinuierliche Wochenstundenzahl überhaupt erreichen kann. Das heißt in der Zusammenfassung, das Ansinnen der SPD mag prinzipiell gut sein und vielen Beamten entgegenkommen. Doch es darf hier nicht darum gehen, dass gemäß parteipolitischen Taktierens Wählerstimmen eingefangen werden sollen, sondern hier geht es um die konkrete Umsetzbarkeit eines neuen Arbeitszeitmodells oder eines abgeänderten und der Verantwortung, welche der öffentliche Dienst auch gegenüber den Bürgern hat. Der Innenminister sollte lieber dafür Sorge tragen, dass seine Behörden- und Dienststellenleiter im Falle einer persönlichen Krise, wie beispielsweise ein plötzlich auftretender Pflegefall, bei den Beamten des Landes Hessen menschliche Entscheidungen treffen können. Hierzu bedarf es nicht zwangsläufig einer Gesetzesänderung, sondern lediglich Empathie und kreative Lösungsansätze. Vielen Dank, meine Damen und Herren.